Ein klassischer Altbau mitten in Berlin. Hier wohnt Payam Sharifi. Hallo. Hallo und willkommen. Treten Sie ein. Payam Sharifi ist US-Amerikaner mit iranischen Wurzeln und als Künstler weltweit unterwegs. Von vielen Reisen inspiriert ist die Einrichtung seiner Wohnung. Hier finden sich Möbel und Kunstobjekte aus verschiedenen Ländern. Jeder Gegenstand hat seine eigene Geschichte. Dieses Teil in der Mitte des Raumes ist eine Skulptur des polnischen Künstlers Oskar Dawicki. Und die Skulptur heißt »Reden ist Silber«. Sie hat die Form einer Kehle und spielt damit auf Strafen im Mittelalter an. Blasphemie oder Ketzerei wurden damit bestraft, Silber die Kehle runterzugießen. Farbakzente lockern das Weiß der Wände auf. Besonderes Highlight, der freigelegte alte Stuck, der in Handarbeit von früheren Farbschichten befreit wurde. Im Zentrum ein Kronleuchter im Stil des tschechischen Kubismus. Wir wollten dieses Objekt schon seit mehr als 15 Jahren für unser Zuhause haben. Als wir es Anfang 2000 zum ersten Mal in Prag entdeckten, konnten wir es uns nicht leisten. Unsere Eltern kauften es dann später für sich. Nach ungefähr 13, 14 Jahren haben wir es schließlich geschafft, uns selbst einen Kronleuchter zu kaufen. Auf den 100 Quadratmetern wohnt Payam Sharifi gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin. In puncto Einrichtung überlässt er gerne ihr die Entscheidung. Darf ich vorstellen, Kasha, meine Freundin. Sie hat die gesamte Wohnung gestaltet. Angefangen hat sie mit dieser marokkanischen Tür. Die Tür wurde in Marokko hergestellt. Eine Freundin von Kasha hatte noch eine in Berlin. Wir hatten Glück, sie in unseren Besitz nehmen zu dürfen. Damit wurde der erste Stein in der Wohnung gelegt. Das Besondere an der Tür ist, dass sie einem den Eindruck vermittelt, dass sie einen an einen ganz anderen Ort versetzt, wenn man hindurchgeht. Kommt mal mit. Im Schlafzimmer sorgen atmungsaktive Fliesen für mediterranes Flair. Durch sie entsteht ein Mikroklima. Jeder weiß, dass es gesünder ist, bei kühleren Temperaturen zu schlafen. Doch das Öffnen der Fenster verursacht Zugluft. Bei diesen Fliesen bündelt sich die Kälte, aber am selben Fleck. Viele Sammlerstücke aus Asien und Afrika verleihen einen exotischen Touch mitten in Berlin. Holzstühle, Felle und handgewebte Teppiche versprühen rustikalen Charme und liefern das passende Dekor für den urbanen Ethno-Look. Das Künstlerpaar mag es gemütlich. Herzstück der Wohnung ist die multifunktionale Sitzecke. Das hier nennt sich Tacht. Wir sagen auch Flussbett dazu. Es ist ein Möbelstück, das man oft draußen findet, in der Nähe von Flüssen, Cafés und in Parks. In Ländern wie Iran, wo unverheiratete Männer und Frauen sozial getrennt sind, bekommt das Flussbett eine besondere Bedeutung. Hier treffen sich beide Geschlechter. Orientalische Handwerkstradition kombiniert mit zeitgenössischer Kunst. Die unterschiedlichen Stile vereinen Fernweh mit Heimatgefühl und machen den Berliner Altbau zu einem multikulturellen Gesamtkunstwerk.